Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2 Ruhrgebiet mit Matthias wieder. Hallo, also eventuell habt ihr jetzt gerade von Tobi nicht alles gehört, weil Obi es nicht wollte, aber Ah, ja. Hallo. ganz einfach für deine Zuschauer nochmal hallo. Sehr gut. So mache ich Ja, das. wir sind hier in Stärkrade. Und fahren die 263, habe ich gehört. Das ist richtig. Da hast du was absolut Korrektes gehört. Starten wir erstmal den Bus und dann melden wir uns mal an. Ich fahre ja den Gladbeck, ach, den Ruhrgebiet-Bus. Ich habe mir mal wieder den Bitte Zarro warten. geschnappt. Was? Okay, wir haben gerade einen Fehler. Ja, das ist gut. Das muss ich Klingt nächstes Mal zumindest schon mal wieder austesten. erheiternd, was Da du da so. kommt ja am Anfang dann, du schiebst die PIN rein und dann kommt ja bitte PIN eingeben, ne? Ich habe direkt versehentlich auf Anmelden geklickt. Ich habe nicht nachgedacht. Das klappte. Cool. Das macht die Sache natürlich irgendwie einfacher. Nächstes Mal werde ich testen, ob auch eine andere PIN geht. Ich tippe auf Ja. Wahrscheinlich. Na komm, F4, mach mal. Wir wissen, ob das die richtige ist. Essen, Beuerstraße, über Alpin Center. Oh, ich habe nur Das ist noch richtig. etwas über eine Minute Zeit, um rumzufahren. Ja, ich bin jetzt schon Nee, rumgefahren. ich habe erst Aber ja, Linien ich habe auch noch geschildert. etwas über eine Minute Zeit. Die habe ich auch schon. Ja, das ist bei dem Bus ja nicht mit Ja, die Heizung ist Tastenkombination an. möglich. Ja, das ist richtig. Ruckel, ruckel, ruckel. Komm, machen Sie mal hin, dann wird es nicht so kalt im Bus. Aber was sind denn auch 5 Grad Außentemperatur? Das ist doch nicht realistisch. Viel zu warm, ne? Dortmund. Wenn das jetzt runtergeht, dann hau ich irgendjemand. Also tatsächlich 5. Ne, ach, guck mal, 2 Grad. Ja, nee, das ist jetzt. Nee. 2 Grad haben wir hier nicht. Nicht? Nee, das kann ich nicht bestätigen. Aber meinetwegen lasse ich das jetzt so. Ich kann jetzt die Tür zumachen. Ich muss jetzt nur irgendwie die Heizung finden, weil 4 Grad im Bus ist zu wenig. Ist mein Stift. Ja, Machen wir ich mal ein habe bisschen die Heizung herausgefunden, an. vorgestern. Das. Also bei mir sind 5 Grad, wenn du den Düsseldorfer Flughafencode nimmst. Ich habe gestern herausgefunden, dass der Hamburger Hybridbus ordentlich Frames frisst. Bei Ja, mir. Du stehst mit dem ich Bus auch. am Nordbahnhof und der fängt erstmal an rumzupfen auf Städtedreieck, ne? Oh, ja, das habe ich noch nicht probiert. Ich habe nur den Hybridbus hier auf Ruhrgebiet gefahren, jetzt für die 261. Ja, das teste ich gar nicht erst aus. Ich habe mich dann gestern dazu entschieden, ich habe den Gladbecker Bus genommen. Ne, vorgestern war da die Aufnahme. Übrigens Vorgestern. mal kurz eine kleine Zwischenfrage. Willst du cutten oder nicht? Also Pausen oder Nee, Versehen oder durch? ich nicht. Ich lade das als Alles Special gut. hoch. Naja, nee, ich hab nun, dann mache ich die Specials mit dir mal als ganze Folgen und wenn ich alleine bin, dann stückel ich das, weil dann habe ich noch ein Achso. bisschen mehr Material. Weil ich im Moment ja dann doch nicht so häufig zum Aufnehmen komme. Okay. Und jetzt gerade Abfahrt habe. Ja, ich bin auch gerade losgefahren. Eventuell hatte ich ein paar Sekunden Vorsprung auf dich. Die mir eventuell nicht viel bringen, weil die gleich wieder weg sind. Ja, ich raste jetzt einfach wie ein Bekloppter hier durch die Gegend. Oh, viel grün. Irgendwie haben sich meine Pedale verschoben. Das muss ich mal kurz beheben. Deswegen klingen gerade die Bremsen so ein bisschen lustig. Nee, bei mir kommt das direkt morgen um 14 Uhr als OMSI Special. Wenn du es nicht morgen schaffst, dann ist das ja auch nicht schlimm. Ja, ist richtig. Ich habe mir das jetzt so überlegt, jetzt kommt samstags immer eine neue Linie und mittwochs, wenn ich ja die Specials bringe, eine alte Linie, also die ich auch schon auf Gladbeck gab. Ah ja, okay. Das ist eine gute Idee für mich. Ja, habe ich auch so alles in die Kanalbeschreibung reingeschrieben. Also, ich habe ja schon die Tage gesagt, nach Möglichkeit möchte ich mit den Specials, also mit allen Linien einmal durch sein. Sobald bis Städtedreieck V3 draußen ist. Damit ich das dann da weitermachen kann.
sinnvoll. Hallo. Ich habe schon eine Minute Verspätung, was soll das? Erst eine halbe. Aber dafür auch die Performance des Todes gerade. Ja, aber die habe ich auch. Mit 10 FPS. Wer hat das hier gebaut? Wenn du am Stärkrader Rathaus abfährst. Ich stehe da gerade noch. Ja, wenn du abfährst, hab viel Spaß. Oh, Stork Repaint hat trotzdem das Ribas drin. Das ist ja schön. Sinnig. Ich habe übrigens in der gestrigen Aufnahme mich kurz drüber ausgelassen, warum es nicht wenigstens eine AI-List gab, wo einfach die ganz normalen Gladbeck-Busse drin sind. Gibt's inzwischen. Glaube ich. Ui. Die wurde nachgereicht. Komm, wir fahren mal aus der Sicht. Das habe ich gestern gebracht. Ich bin aus der F... Also in dem Video, was heute kam, habe ich das gebracht. Ich bin zwischendurch aus der F4-Sicht gefahren. Nachdem ich das Ganze nicht mehr so ernst genommen habe, weil es Arsch war. Immer gut. Mein Bus ist gerade gehüpft, das finde ich nicht gut. Das habe ich noch nicht geschafft. Das ist bei mir höchst selten. Ja. Spricht ja nicht für die Gestaltung. Bei mir ist sehr viel KI-Verkehr. Ja, das ist bei mir aber Standard. Ja, aber für meine Einstellung ist das halt übermäßig viel. Wie auch immer er das geschafft hat. Bin stolz drauf. Aber das Beste ist, die sind alle in der linken Spur. Ja, immerhin. Und ich stehe in der Rechtsabbiegerspur, also läuft. Stehst du gerade auch vom Hirschcenter? Ja, aber ist rot. Warum sollte man auch rechts rum grün machen? Das haben ja keine anderen Autos grün, die hier... Und keine Fußgängerampel da. Da muss man rot haben. Ja, da ist mir gestern auch noch so eine andere Ecke aufgefallen, wo es halt wirklich eine Situation gab, wo einfach mal eben alle gestanden haben und das nicht gerade kurz. Fand ich auch sehr blöd. War das zufällig eine Ampel, wo es irgendwie so drei verschiedene Ampelphasen eigentlich geben sollte? Das kann ich dir nicht hundertprozentig sagen, aber ich würde das erstmal nicht ausschließen. Ja, weil ich da schon öfter gemerkt habe, dass der dann Ampelsblinds genommen hat, wo es 4 Ampelphasen gibt und davon hat er 3 belegt. Dabei gibt es Ampelsblinds mit 3 Ampelphasen, die muss man einfach nur benutzen können. Oder mal selbst welche machen. Was auch nicht so schwierig ist. Ja, aber für 35 Euro ist das schon viel Arbeit. Ja. Ja, stimmt. Achtung, Stau. Darfst du nicht vergessen. Gut, dass wir die Richtung fahren, weil den Stadtring, also hier den Stärkraderring andersrum, habe ich mit der 979 schon gezeigt. Was? Achso. Ja, ich weiß nicht, also bei mir ruckelt sich hier so durch. Ja, bei mir aber gerade auch. Aber normal ruckelt immer nur die Aufnahme, aber es ist schon so, dass es irgendwie nicht so ganz viel schön ist zu spielen. Was sonst eigentlich immer noch okay ist. Naja, egal. Achso, wenn wir es heute dann nicht mehr schaffen, oder wenn ich es nicht mehr schaffe, heute Omsi aufzunehmen, dann für euch heute kommt dann... eine Folge, eine Aufnahme, die ich eigentlich nicht zerstückeln wollte, aber dann zerstückeln werde. Mensch! Ich habe ja mal vor einem Monat oder so die 25 auf Städtedreieck aufgenommen und wollte dann eigentlich die 25 auf der alten, also auf der Originalversion auch nochmal aufnehmen und das dann so als Vergleich, als Special hochladen, ne? Weil das habe ich nie gemacht, die zweite Aufnahme davon, und deswegen überlege ich einfach für morgen
dass ich heute nicht noch so viel Omsi aufnehmen muss, die einfach zu zerschneiden und in 3 Folgen oder so. Ja, es ist durchaus wahrscheinlich eine ganz probate Idee. Auch wenn ich dann im Video immer sage, dass es nicht so ist. Aber ist ja egal. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber wichtig ist, eine kurz über 10 Minuten cutten, ne, damit es gestreckt wird. Was? Gar nicht auf 15 Minuten. 10 Minuten 1. Ja. Mitten im Satz. Und dann, Vertraulichkeit dann 6-mal Werbung. Ja, genau. Damit ich aus dem einen Zuschauer, den ich dann habe, das meiste rausquetsche. Was? Muss deine Zuschauer melken. Was? Dann nennst du das Video auch noch irgendwie interessant, also so Clickbait Title of Doom. Simon Desio Prank. Was? Ja, sowas. Irgendwas qualitativ Niederwertiges. Ja. Also ich weiß nicht, der Solo-Bus, der stellt sich ein bisschen mehr an, was so das Getriebe angeht. Ist irgendwie schlechter als beim Gelenkbus. Ich finde den Solo-Bus generell schlechter als den Gelenkbus. Ja, ich fahre den deswegen fast nie, aber ich wollte den auch mal zeigen. Kriege ich eigentlich noch eine Ansage für 3 Linnen, oder? Weiß ich nicht. Ich habe bisher für jede Haltestelle bekommen. Achso, sag's jetzt selber an. Ja, hab jetzt hier gedrückt. Achso. Bin aber auch jetzt erst an 3 Linden, also von daher alles gut. Gut. Ja. Empfehle ich einen Fahrkartenautomaten. Dann brauchen Sie nicht vorgeben, freundlich zu sein, und ich muss mir das nie anhören. Dahin hat man einen Backdrop schweben sehen. Mir hat einer die Vorfahrt genommen, also. Was soll's? Passiert. Das ist ein Feature. Wir zeigen jetzt, also ich zeig bei mir jetzt einfach nur die Karte. Ich habe keine Lust, mich da überall Scheiß aufzureden. Aufzuregen. Aufgeregt habe ich mich noch nicht. Ich habe es nur kommentiert. Wo bist du denn? Du bist jetzt an... An der EHK-Stiftung. Elli Heus Knapp. Achso, da bin ich schon viel weiter als du. Gut. Ja, ich wurde ein bisschen durch rote Ampeln aufgehalten. Ja. Wo bist du denn? Westerwaldstraße. Das ist dann 2 oder 3 weiter. Oh, da muss ich jetzt auch mal Gas geben. Weiß ich nicht. Ich bin aber auch eine Minute zu spät, ne? Ja, ich anderthalb. Aber ich wollte damit sagen, ich habe den Backdrop nicht wahrgenommen. Ja, ist mir auch gerade nur aus Versehen ins Auge gesprungen, war jetzt nicht so präsent. Gut. Aber ich weiß, über die Omsi-KI kann man sich weiterhin aufregen, glaube ich. Ja, aber das hat nichts mit Ruhrgebiet zu tun. Aber diese Fußgänger, die einfach loslaufen über die Straße, beide gleichzeitig, die haben sie abgesprochen. Ja, die haben sich zugewunken. Ja, und dann laufen sie beide gleichzeitig los, als der Bus ankam mit 50. Bleiben jetzt kurz auf der Straße stehen, halten ein kleines Pläuschchen. Nee. Alles schon erlebt. Hab ich wirklich mal einmal gehabt. Dann haben sie sich dann. Oh, da kam jetzt gerade eine E-Mail ins Haus geflattert. Und haben sich dann gewundert, wenn man freundlich anhubt. Ich dachte, du hast dich angehalten, dich dazugestellt und mitgequatscht. Das mache ich beim nächsten Mal. Ah, gut. Was hat der gesagt? Einmal Preisstufe A hier und jetzt bitte. War das eine wichtige Mail? Weiß ich nicht. Das ist ja deine Mail. Ach, nee. Erwartest du eine wichtige Mail? Nee. Weiß auch nicht, warum Thunderbird jetzt gerade noch offen ist, aber... Oh, ja, das ist ja besonders schlau, was du da machst. Alter, sind die alle besoffen wieder hier, oder was?
Ich glaube, ich habe gerade kurz zur Seite geguckt und ein parkendes Auto mitgenommen. Das hüpft da noch so ein bisschen. Da musste ich natürlich mal in der Pampas anhalten, nachdem der Junge gesagt hat: Mach jetzt die Tür auf! Ja, machst du im Bottroper Stadtwald? Im Wald, da mit drin. Erstmal extra in den Wald fahren. Ja, die Bäume haben ja keine Kollision. Fährst einfach mal rein, ne? Ich habe jetzt keine Fahrgäste mehr. Ist auch nicht schlimm. Aber war ein parkendes Auto, deswegen war kein Unfall. Also für Omsi kein Unfall. Ich wollte gerade sagen. Nein, echt, ja, ein Wer hat parkendes das denn Auto, hier oder? Das gebaut? zählt nicht. Wer hat das denn hier gebaut? Vor So, der mit F Teutoburger angestellt ist der Straße. Südfrucht aus. Da konnte ich nicht mehr schnell genug bremsen, aber das kann doch nicht richtig sein. Da steht ein Junge an der Straße und wartet darauf, dass die Kommt. Autos vorbei sind, ne? Dann kommt da so ein Typ an, läuft an dem Jungen vorbei und springt mir voll vor den Bus. Ja, vielleicht wollte der einfach nicht mehr. Ja, das hat er erreicht. SB 93 fährt hier auch lang an der Hakenkreuzstraße. Oh, schon zu weit. Hoppla. Wollte ich gar nicht drauf gedrückt haben. Kriegst du das wieder hin, dass du gleich wieder. Achso, hier ist 30. Ja. Genau. Erstmal piepen. Ich gebremst habe. Ist verwerflich. Das wirft die Bugestra ihren Busfahrern ja auch vor, dass man nicht bremsen darf. Deswegen gibt es das Gibas. Ist das überwacht? Die Busfahrer müssen jetzt ausrollen lassen an jeder Haltestelle. Wusstest du das Das schon? wäre, wenn du mich fragst, auch alles der größte Bullshit. Ich weiß das ja immer noch nicht. Vielleicht weiß das hier jemand. Wird das wirklich gespeichert oder ist das nur eine Instant-Rückmeldung für den Fahrer und das ist halt einfach dann piept und danach ist wieder gut? Das ist halt die Frage. Wird das gespeichert und kriegt das irgendwer zur Verfügung? Hoppala. Nächste Haltestelle. Wird warm im Bus? Können wir auch nicht entscheiden, ne? Wieso? Einem war zu kalt oder was? Ich habe einfach keine Heizung, dann sind 14 Grad im Bus. Ich meine, draußen sitzen die auch mit Jacke. Ach nee, die in Omsi nicht, die ziehen ja auch im Winter T-Shirts an bei Schnee. Und Eis. Boah, ist das hier eine enge Kurve? Da muss man echt mal eine Vollbremsung machen, damit man die als PKW schafft, diese Kurve. Und da müsste sogar noch ein Bus. Das Schlimme ist, die Fahrgäste meckern ja schon bei dem Nächste Bus, wenn man mal Haltestelle. kurz den Bordstein berührt. Ist nicht bei jedem Bus so. Welchen fährst du jetzt gerade? Den Hamburger oder den Nein, Solaris? den Solaris. Habe ich doch vorhin gesagt, dass der Hamburger Performance fressend ist. Stimmt, richtig. Mein Fehler. Da wäre ich da gerade nicht so schön durchgekommen wie durch Stärk gerade. Und die Bremse war jetzt aber zu gut. Ja, ich habe früher angehalten, als sie wollte. Achso, ich dachte, da wäre jetzt einer hinten draufgekachelt, deshalb. An welcher Haltestelle bist du denn jetzt dran? Im Beckrahmen. Boah, was legst du denn für ein Tempo vor? Aber bei mir ist jetzt 11 Uhr und ich sollte dort um 10:59 Uhr sein. Ja, mir ist jetzt 10:59 Uhr, ich bin eine Minute zu spät. Ja, ich auch. Was lege ich für ein Tempo vor? Ich habe halt grüne Welle. Dass ich das mal auf einer Karte. Von hier sage, jetzt Das kommen mir ist gerade gut. zwei Busse entgegen. Was? 263? Und die 261. Das ist ja cool getaktet vor der Feststation, dass die gleichzeitig fahren. Übrigens beides alte Busse. Ich weiß gar nicht, welche AI-Liste ich drin habe.
gucke ich mir irgendwann mal an. Also sagen wir so, ich habe hier ein bisschen wenig Verkehr. Ich kann quasi durchgehend 50 fahren, wenn gerade nicht rot ist. Ja, bist ja auch nur zwei Haltestellen vor mir, ist alles noch im Rahmen. Ist das nicht ein schöner Backdrop da hinten? Wenn du so fragst, nein. Jetzt bin ich gleich Heidenheck. Das ist ja eine Haltestelle, die man durchaus kennt. Von der SB91. Und der 264. Ja, die ist auch gerade da vorbeigefahren. Jetzt bin ich auch gleich im Backraum. Na, siehst du. Ist natürlich die Ampel noch rot. Ja, ich hab auch rot. Und ich biege hier links ab, aber ist voll rot, alle. Ah, ne, ist grün. Ich habe Bochumer Formel. BOT. Wenn du Scheiße fährst, ich komm bei dir persönlich vorbei. Lass sie hier schon mal raus, ne? Dann brauch ich gleich nicht halten. Ist ja nur eine Ecke vorher. Wenn das geht. Ja, rote Ampel und so. Macht jetzt nichts kaputt. Kaputt und Dormus. So. Wird bei uns, glaube ich, ganz selten, dass Busfahrer das machen. Ach, du willst nicht mit, dann sag das doch. Dann halte ich doch gar nicht erst an. Was ist das da? Der Zopp. Nein, so weit bin ich noch nicht. Okay. Wenn du hinterm Heidenheck bist, ne? Dann guck einfach mal nach links im Gegenverkehr. Da ist eine Sehenswürdigkeit. Die toppt neuer Lidl. Guck einfach mal. Ist direkt hinter der Haltestelle im Gegenverkehr. Das ist die Sehenswürdigkeit. Ich werde mir das gleich mal zu müde führen. Ich dachte, ich sag's mal wegen, ich weiß nicht, ob du Hilfsteile anhast oder mit Navi fährst. Nee, ich fahr mit Navi. Ja, ich kenne die Linie natürlich schon auswendig. Ist das dein Kacheladelfehler oder lädst du die? Nee, du lädst die gerade, dann ist gut. Da war nämlich gerade nichts und dann stockt er um sie, aber dann hat er die Kachel geladen. Das ist immer beruhigend. In der Tat. Naja. Wir nähern uns Bottrop Zopp, die Frames werden wieder weniger. Ja, das muss so. Manfred, warum habt ihr Manfreds Stimme weggenommen? Seid ihr eigentlich hier ein amputierte Vollidioten? Ich beantworte die Frage mit einer Gegenfrage. Ja. Was? Der war gar nicht so schlecht. Wenn man mal drüber nachdenkt und das als Witz interpretiert. Ja, das ist nett, dass du es als Witz interpretierst und das nicht als ernst nimmst. Ich traue dir durchaus zu, dass du weißt, dass ja keine Frage ist. Das ist nett. Und die Backdrops dahin sehen ja auch echt schön aus vorm Heidenheck, ne? Ja, das habe ich ja auch kurz angesprochen. Da haben sie sich Mühe gegeben. So, jetzt gucken wir uns mal hier an, ob wir da schon irgendwas an Sehenswürdigkeiten sehen von hier. Nee, noch nicht. Ja. Ich sehe schwebende parkende Autos, aber das reicht ja. Ja, okay. Auch als Highlight quasi schon. Was ist da noch ein Bus? 62. Lass mal die Ampel anhupen ein bisschen. Ja, dann guck einfach, wenn du an der Haltestelle stehst, dann siehst du das eigentlich schon. Eine Kreuzung weiter und dann dreh mal um oder die Sicht um oder so. Ich hab jetzt ja Erwartungen, ne? Ja, also ich finde das top neuer Lidl. Das ist nämlich der alte Lidl. Ja, das wird's auch toppen. Für mich. Ich habe ja in Recklinghausen Menschen vor mir stehen. Ah, das ist natürlich doof. Ach, ihr wollt alle. Warum wollt ihr alle nicht mit? Ich fahr auch zum Zopp. Ja, aber vielleicht wollen die nicht nur zum Zopp, sondern woanders hin.
Nee, das akzeptiere ich nicht. Tolerant. Aber schön, dass hier der Weihnachtsmarkt ist. Aber der soll ja. Jetzt ist es ja auch offiziell, dass der da ist. Jetzt ist ja das Weihnachtsmarkt-Update auch raus. Warte mal, ich habe zwar in Heidenheck keinen Haltewunsch, ne? Aber ich gucke jetzt trotzdem. Nächste Haltestelle, Bottrop-Zug, Berliner Platz. Kaufpark. Der hat der Bussteig 2 angesagt. Ja. Warum? Muss man für die Dingensschildchen da die Hilfsfalle anhören? Ja. Ah, okay. Ja, das jetzt sehe ich. Möchte ich? Nein, ich finde das okay, dass wir weniger als 10 FPS haben. Ja. Hätte ich natürlich gerne noch gewusst, ist das der neue oder der alte Kaufpark? Ja, das ist aber der Bottropper Kaufpark. Hallo? Ja, das ist die wichtige Information, wenn du hierher fährst. Ja. Ja. Ach komm, hier ist 50, jetzt fahr sie auch. Alter, du Gelsenkirchener Spargel. Ich hab Angst, dass wenn ich in die F1-Ansicht wieder schalte, dass es der Bus weghüpft. Deswegen fahren wir jetzt in der F3-Ansicht. Wo muss ich hin? Steig 2. Ja, wo ist der? Auf dem Zopp. Ja, wo da? Fahr ein paar S-Kurven, es gibt nur endlich viele Positionen. Also der Hilfsfall sagt rechts rum drauf und dann sagt er nicht, ob du geradeaus oder links fahren sollst. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Ich bin geradeaus gefahren, das sieht richtig aus. Ich muss natürlich an den Bussteig, wo die 262 schon rumsteht. Ah ne, ist die 68. Macht jetzt nicht, ich kann leider an Steig 2 nicht halten, da steht ein Bus im Bordstein drin. Im. Hallo Fahrgäste, ich bin hier drüben. Da müsst ihr hier lang. Hier. Und hier. Und dann müsst ihr hier einsteigen. Das könnt ihr schaffen. Ich glaube an euch. Sie schaffen es nicht. Die stehen da an der Ecke und warten. Auf mich. Ihr seid dumm. Das kannst du jetzt aber so nicht sagen. Wenn man schon, lieber Map-Ersteller, den Bus hier pausieren lässt, während... Ach, hier ist eine Kehrmaschine, wie cool. Ja, den bitte. Bus hier pausieren lässt, während der andere da vorbeifährt, dann sollte man den Bus entweder woanders hinstellen und Pause machen lassen oder die Range für die Anhalteposition etwas vergrößern, sodass man auch hier noch halten kann. Jetzt kommen wir nicht mit so fortgeschrittenen Konzepten. Ja, sorry. Ich fahre jetzt ohne Fahrgäste. Es ist ein Wechsel weiter. Raus will nämlich keiner. Stopp. Bei Rot hier halten. Aber Stopp heißt, dass ich auch so anhalten muss, oder? Ja. Nicht nur bei Rot. Sehr, sehr logisch. Wahrscheinlich wollte er, dass man nur bei Rot da halten muss. Er war aber zu blöd dazu. Ja. Wenn du jetzt nicht fährst, steige ich aus und verhau dich.
Geht grün? Nein. Warum auch? Ah! Kurz weggeguckt, guckst du wieder hin und es ist grün. Also wird doch grün. Kann man die Ausfahrtskurve jetzt mal realgetreu bauen? Dann ist das nicht so schwierig. Ruckel, 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 ruckel. Ja, das ist halt. ...263 sind wir immer noch, ne? Mhm. Dann müssen wir hier lang. Wollen wir die Heizung wieder anmachen, oder? Das wird sonst ein bisschen zu kalt. So, und weiter geht's. Achso, ja, bei Rot hier halten. Mache ich nicht. Ja, aber da ist ein Stoppschild. Ist mir egal. Ich habe da auch nicht angehalten, aber ich habe das Stoppschild wenigstens beachtet. Ja, das kostet ja nur 15 Euro. Ohne Gefährdung. Hat ja niemand gefährdet. Ach, die 263 fährt hier so bekloppt wie die 268. Du musst halten und dann direkt links abbiegen. Hinterm Zopf. Mhm. Ich freue mich gleich auch schon drauf. Weil hier ist ja nicht so viel Verkehr. Hallo 10 FPS, Junge. Ach, da ist gerade rot geworden. Ne? Dann nutzen wir die Chance und fahren bei Fußgängerampel über rot. Ich war schon halb drauf und... Dafür stehe ich zweimal in der Linksabbiegerampel, das ist ja auch schön. Ich glaube, ich bin hier gerade bei Rot gefahren, aber ich stand ja schon halb auf der Kreuzung. Passt. Ich finde es auch schön realistisch, dass die SB16, die ja hier schon früher lang fuhr, natürlich hier keine Haltestelle hatte. Die hätte ja schon da sein müssen und nur halt mit durchfahren. Aber da sah das hier noch anders aus. Man hat das ja einfach nicht realistisch gebaut damals. War ja nur die SB16. Das dauert lange, wenn man hier in der ganzen Ampelphase warten muss. Beim Linksabbiegen. Habe ich das schon mal erwähnt? Jetzt gerade. Ja, ist halt rot geworden, weil zu viele Autos abgewogen sind. Und es kommen anscheinend nur 3 weg. Das ist ja bescheiden. Jetzt aber. Ja, voll. Und es sind schon wieder 26 Grad im Bus, das ist nicht gut. Ich hab 15. Hat sich noch keiner beschwert. Ist auch immer sehr gut, wie schön man diese Busse heizen kann. Ja. So, 24 Grad, das muss gehen. Nicht anfahren, bremsen, anfahren, bremsen. Auch wenn du aus Bochum kommst. Nee, nicht Prosperstraße Arbeitsamt, Passstraße Realschule. Ja, ich bin aber schon am Arbeitsamt. Ja, freut mich. Ich bin jetzt auch 2,5 Minuten Verspätung, obwohl ich kurz am Zopf Pause hatte. Aber da wegzukommen war schlimm. Ja, mich reinlassen ist keine Option, ne? Nächste Haltestelle, Bringstraße. Na, was haben wir denn für ein Kennzeichen? Ach, schade, ich hätte das auf RE spekuliert. Was war's? Essen. Okay. Die Oma macht ja einfach einen Amoklauf quer über die Straße. Kann man natürlich tun.
Ich finde es echt schön, die Häuser, die aussehen, als ob sie irgendwie. Nee. Ich korrigiere. Hier sind Was Häuser denn? zwischen, die im Boden versenkt wurden. Zum Beispiel das hier. Nicht? Nein, wurde es nicht. Hä? Das hat keinen Eingang. Doch, nee. Wie soll man da reinkommen? Durchs Fenster? Zum Beispiel? Die Häuser sehen alle so aus, als ob das die OMSI-Standardhäuser sind. Die einfach nur im Boden versenkt wurden, so ein Stück, ne? Aber ich glaube inzwischen, das sind die OMSI-Standardhäuser und die wurden nicht nur im Boden versenkt, sondern einfach abgeschnitten auf irgendeiner Höhe. Und dann hat man bei manchen die Haustür korrigiert und bei welchen hat man das vergessen. Verstehst du? Ich glaube, so ist das. Klingt so oder so gut. Also so vor der Passstraße, wenn es den Berg runter geht. Das heißt, sie wirkt sehr komisch da. Sehen sehr ungewohnt aus, diese Häuser. Fahret, ihr Narren. Sonst wird euch der Gandalf holen. Jetzt macht doch was da vorne hier. Dann will ich nur drei weg. Warum funktioniert jetzt das Gasgeben nicht mehr? Bremse drin. Ah ja, obwohl es rausgenommen hat. Cool. Hattest du sie vorher vielleicht nicht reingemacht und die Tür ohne Immer diese geöffnet? Features, du. Du kannst ja die Vordertür auch so öffnen. Na, touché. Nächste Haltestelle, Osterstraße, Ostring. Wieso hast du Vorfahrt, obwohl da eine Haltelinie ist? Egal. Muss wird schon. Ach, egal. Nochmal Prosperstraße, diesmal mit Ostring verbunden. Oh, das sieht auch cool aus hier. Ich darf durchfahren, aber das sieht auch schön aus hier. Geht gut bergab. Genauso schön bergauf. Nächste Haltestelle, Knappenstraße, Prosperstraße. Ah, hier ist alles Prosperstraße. Ja, da fehlt ja auch einer raus. Bitte. Sorry, ich übersehen. Hab ich übersehen. Ach, guck mal, 5 Minuten zu spät. So mag ich mein Ruhrgebiet. Bin 2,5 zu spät, ja? Ich hab's Realismus. drauf. Ich hab's drauf. Ich bin weniger zu spät. Lacker. Aber ich stehe auch bei Rot an der Ampel. Wo bist denn du jetzt? Arbeitsamt. Ach, da hast du aber lange gebraucht auf dem Stück. Standst auch mehrmals an der Ampel? Zweimal. Aber ich Zweimal. hatte auch die Ampel davor. Ja, da. Die Fußgängerampel. Ja, da habe ich mich ja drüber geschummelt, indem ich halb drauf stand und versucht habe, links rüber zu fahren und auf einmal ist der stehen geblieben, weil rot Nächste wurde. Haltestelle. Sag doch, Cheater. Alpencenter. Das ist jetzt eine Männerstimme? Ja, das traue ich leider der Festischen in echt zu. Dieser Haltestellenabstand. Guck gleich mal, wenn du am Alpine Center bist. Der Abstand zur nächsten Haltestelle, vor allem in Gegenrichtung. Ja, da haben wir jetzt halt verloren und müssen hier bei Rot warten. Ist okay.
ist zumindest der zeitliche Abstand sinnvoll zwischen den beiden Haltestellen. Haltestelle Zentralwerkstatt. Schubidu, jetzt auch schon mal an der Passstraße. So muss das. Wie gesagt, Alpine Center. Nächste Haltestelle, Johannesstraße. Die Haltestellenabstände, dafür, dass hier nur grün ist, sind hier sehr sinnvoll gewählt. Also, echt Respekt. Komm wieder rot. Ach nee, doch. Prosperstraße Ostring. Ich sehe auf der Minimap zumindest schon mal das Alpincenter. Ja. Und neben dem Alpincenter eine sehr interessante Straßenkonfiguration. Ja, aber das ist gleich mal. Wilhelmer Straße. Ah, Wilhelmer Straße. Ist Wilhelm nicht ein Stadtteil von Aachen? Weiß ich nicht. Oh, jetzt bin ich schon bei der 189. Wilhelmer Straße gibt's doch schon in Gladbeck, oder nicht? Auf jeden Fall jetzt mal kurz nochmal, was du meintest am Alpine Center mit der interessanten Straßenführung. Nee, nicht die Straßenführung selber, sondern einfach mal in F4 gehen und wenn du Alpine Center in unsere Fahrtrichtung guckst, dann links daneben von der Haltestelle aus gesehen. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber es sieht auf den Minimaps sehr lustig aus. Es ist ganz einfach. Es ist die Sommerrodelbahn. Oder was? Meinst du das? Steht. Was? Das habe ich gar nicht gesehen! LOL! Gut, dass ich hier nochmal hingeguckt habe. Oder Zentralwerkstatt. Ich sehe, was du meinst mit den Haltestellenabständen. Unfall, ja, da ist mir gerade wahrscheinlich hier oben Unfall. Jetzt möchte ich mal gerne mal sehen, was das hier ist. Tatsächlich, es ist die Sommerrodelbahn. Wo kommt das Auto her? Okay, das ist, muss gerade gespawnt sein. Das finde ich auch ein nettes Detail. Muss man ja sagen. Sind das vielleicht dann als Schienen realisiert, dass du es deswegen siehst? Muss ja, sonst sehe ich es, würde ich ja nicht sehen. Was ist das denn hier für eine Straße? Ich hab das leider nicht gesehen, hatte mich zurückgeklickt. Und währenddessen ist ein Auto gespawnt in meinem Bus drin. Ja, beim Alpine Center gibt's auch voll die fancy Musik. Ja, das ist die gleiche, die gibt's auch am Moviepark. Genau die gleiche Musik. Genau die gleiche.
Warte mal. Meine Zentralwerkstatt ist ja schon schön hier, du. Ja, also der Haltestellenabstand ist gut, ne? Mhm. Aber wie gesagt, der könnte wirklich original sein. Ja, die Festtasche ist so bescheuert. Ja, ich beleidige die absichtlich, damit die endlich mal lernen, dass sie scheiße sind. Ja, das werden sie aus deinen YouTube-Let's Plays auch ziehen. Ist egal. Die Erkenntnis. Es geht ums Prinzip. Ja, okay. Touché. Wie sind die Bussteige auch nicht darauf konzipiert, da mit dem Gelenkbus dran zu halten, oder? Ich glaube, die sind gar nicht darauf konzipiert, da anzuhalten. Ja, Punkt für dich. Du willst nicht mit, ne? Ich habe zwar das gleiche Ziel wie der andere Bus, der hier hält, aber der wird wohl kaum im Zielschild drin stehen haben. Warte. Über Alpine Center, weil er da nicht lang fährt. Aber ich komme vom Alpine Center, also ich fahre jetzt den gleichen Weg. Für Omsi ist das aber was anderes. Nächste Haltestelle, Flötterstraße. Dann fahr halt zuerst. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob es Wellheimer Straße ausgesprochen wird. Tendenz zu? Nein. Warum wollte er nicht überall so tröpfchenweise aussteigen? Ja, kann ich mich mal vorher einigen? Machen sie bei mir auch. Nein, ich fahre nicht scheiße. Fresse. Steht kein Grund, hier jemanden zu beleidigen, du Arsch. Da, vier. Hier sind vier Sackgassenschilder für eine Mini-Straße. Oh, hier kommt nochmal so ein festischer Haltestellenabstand. Am Kämmchen, ne? Na, gleich nochmal kurz vor Ende auch nochmal. Matthias Stennis Platz auch nochmal. Stinnes, sorry. So. Habt ihr irgendwas genommen da hinten? Wieso packt man vier Sackgassenschilder vor eine Stichstraße, in die sowieso niemand reinfahren würde? Ach ja, stimmt, ist am Kämpchen. Wo weißt du, dass das am Kämpchen ist? Ich bin Linie ja schon mal gefahren. Ach, du bist... Ach so... So einer bist du. Mach du dem Ganzen mal keinen Abbruch. Was ist das denn für eine scheiß Wendeschleife, wenn du am Kämpchen endest? Fährst durch halb Essen. Ja. Ist halt klein. Wieso bist du die Linie schon mal gefahren? Wie kannst du es wagen? Ja, echt mal. Wie, nochmal am Kämpchen? Bist du besoffen? Hab ja auch richtig viel gespoilert bis jetzt. An der kommende. Das mache ich die ganze Zeit. Wahrscheinlich. Nee, an der kommende. Das ist rot. Bottrop-Zopp. Ist das hier wenigstens ein Autobahner Bottrop-Zopp oder die B224, ne? Nee, die geht ja nicht nach Bottrop-Zopp. Nein, das ist einfach eine langweilige Straße. Das ist einfach die, wo du wieder zum Alpine Center kommst. Okay. Ja, dann.
Also so viel zum Thema 46 Minuten, wir sind schon 50 dran. Jetzt mach doch deine Tür zu, du Depp. Wie viele Haltestellen haben wir denn noch? Wir sind hier an der so fast da. Grenze Welheim, was soll das denn sein? Muss ich gleich Zoll bezahlen, weil ich Fahrgäste rüber schmuggel? Ja. Ja, wenn da ein Auto steht, dann hast du aber verloren hier mit links abbiegen. Ist richtig. Nächste Haltestelle, Grenze Welheim. Grenze Welheim, okay, hier ist schon die Zollstation, sehe ich. Alter, ist die Brücke scheißen eng. Das kann natürlich in echt auch sein. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, geradeaus. Stürz dich von der Brücke. Nee, ich fahr unter der Brücke her. Auch hübsch. Aha, da rechts geht's zur Autobahn und links geht's zur anderen Autobahn, aber. Okay. Ja, ich muss jetzt leider geradeaus. Ich hätte ja gehofft, ich komme darum rum, dass ich hier schummeln muss. Das ist echt schöner Linksabbiegen nach an der Kommende. Ja, und danach die Kreuzung, da standen so viele Linksabbieger, dass ich eigentlich mich über den Bordstein schummeln musste, um geradeaus fahren zu können. Auch cool. Ach, hier trenne ich mich wieder von der 189. Ich glaube, ich weiß warum. Stadion Matthias Stennes. Weil die 189 woanders läuft. Ja, ach ja, dann steig ich aus. Wir sind jetzt hier in der Wendeschleife von der Bäuerstraße und die 189 durchfährt die einfach andersrum, weil da auf dem Stück halt ein paar Haltestellen liegen. Oh, eine Variante. Ja. So hat man das, glaube ich, gelöst. Das ist eine Lösung nach meinem Geschmack. Wo bist du jetzt? An der Grenze, ja, ne? Ampel vor Grenze Welheim. Ja, gut. Deswegen gibt es ja an den Haltestellen auch trotzdem immer noch die 189. Die fährt halt die andere Richtung. Ja, also als Ankündigung jetzt schon mal für die reguläre Umsi-Folge heute. Was? Siegrambrerberg. Ja. Ankündigung für die Umsi-Folge, die dann heute um 17 Uhr kommt, das wird dann eine Städtedreieck 25 Folge sein, die eigentlich nicht zum Zerschneiden gedacht war. Du wirst sie einfach mutwillig zerstören. Ja. Einfach, weil du es kannst. Weil ich ja eh jetzt das Konzept geändert habe und auf Städtedreieck nicht irgendwelche Specials mache zu den Linien, die ich neu gebaut habe oder verändert habe oder so zur Neuerung, sondern die einfach mit integriert habe. Ohne Variante. Deswegen. Stadion Matthias Stennes. Ja, genau, so wird das ausgesprochen. Hier ist Bäuermarkt. Da hält man auch Richtung Gladbeck, aber nicht. Entschuldigung. Ja, das ist natürlich auch clever. Man hält hier Richtung Gladbeck, aber die andere Richtung. Nein. Da wird nicht hier Bäuermarkt gehalten. Nein, man hält 20 Meter weiter Siegrambrerberg. Bitte, was für ein Tier? Siegrambrerberg. Ach, Siegrambrerberg. Ja, da fahre ich doch gleich lang. Ja. Aber man könnte ja hier auch eine Haltestelle machen, wo man dann gut Umstieg zur U-Bahn hat. Nein, die Haltestelle ist 200 Meter weiter.
Die Haltestelle ist 200 Meter weiter und heißt anders. Weil wir besoffene Städteplaner sind. Die meinen, sie wären cool. Cool, 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 cool. Ja, das singen die jeden Tag. Über sich selber. Wir sind die besoffenen Städteplaner. Ja, das stelle ich mir jetzt bildlich vor. Ja, und dann singen sie weiter. Cool, 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 cool. Das könnte so ein South Park-Lied sein. Naja, hier jetzt der Ausschnitt der U11. Man beachte bitte. Wie viel Liebe zum Detail hier wieder reingegangen ist. Na, ich zeig mal kurz hier die Liebe zum Detail. Machen wir mal kurz hier Tür offen. Und ja. Das Gleis geht direkt in den Eingang des Hauses rein. Welches Gleis? Bei der U11 am Sigambra-Werk. Da geht kein Gleis in ein. Nee, wenn du da rechts guckst, wo das Gleis hingeht. Ach, geradeaus da. Ja. Da rechts? Ja, von mir aus gesehen war das gerade rechts. Ja, wir sind aber schon an der Beuerstraße. Oder abgebogen nee. Schon. Anderes Ende der Straße. Ach so, das muss ich mir nochmal angucken. Was wärmer geworden draußen? 3 Grad, Schatz. Das gucken wir uns jetzt gleich an. Ja, ich bin nämlich da. So, gucken wir uns erstmal hier an. Hier steht ein Haus einfach quer. Man hat doch jetzt Backdrops erfunden. Nein, wir stellen ein Haus quer auf die Straße. Was ist das da hinten? What the? Ja, das ist richtig. Wer weiß... Ich meine, wer weiß es nicht? Die... Beuerstraße... Wird hier weitergehen und an der 260 enden. Ja. Natürlich. Hier geht das Gleis in den Eingang rein. Naja, fast. Warum auch nicht? Wenn man hier so steht, sieht man das ja nicht. Das fällt nicht auf. Das hat auch kein Beta-Tester gemerkt. Das hat auch kein Beta-Tester gemerkt. Ja, lass die Stunde voll machen. Dann können wir nicht 6, sondern 36 mal Werbung schalten. Genauso funktioniert das System im Übrigen. Ja. Und das ist egal, ob man das monetarisiert oder nicht. Dann kriegt halt das ganze Geld YouTube. Richtig. Wir schalten jetzt einfach 643 Mal Werbung auf das Video und fertig sind wir. Dann haben wir ausgedient. Dann gehen wir in Rente. Ja, genau. In Ruhestand. Die Spiegelungen sind auch echt nicht gut, wenn man sich die mal vom Näheren anguckt. Welche Spiegelung? Im Spiegel. Logischerweise. Ich bin gerade nicht im Bus. Was ist das? Ich habe auch nicht nach einem Imbus gefragt, ja. Ich habe von Spiegeln geredet. So, mit diesem wunderbar schlechten Witz kann Tobi jetzt abmoderieren. Ich finde das cool, dass wenn man von außen sich den Spiegel anguckt, dass man grüne Wiese reflektiert sieht. Ja, das ist natürlich auch durchaus richtig. Guck dir das mal an, das ist nicht... Ich glaube nicht, dass das Sinn ergibt. Ach, ich müsste eigentlich schon wieder zurückfahren. Ich breche jetzt den Fahrplan. Ja, bei mir ist es Grundorf, so eine generische Grundorfstraße, die man sieht. Ah, das ist auch schön. Ja, bei mir ist die Grundorfstraße gerade grün. Das heißt ja auch Gründorf. Ne, was? Ich finde es ist eine sehr schöne Linie. Also echt. Also die Linie hat mir jetzt wirklich gefallen, aber. Nee, die Linie ist gut. Die Umsetzung nicht. Durchaus. Ist halt.
Kann ich das nochmal sehen? Stift aufgemacht und der schleudert sich erstmal weg. Gut. Jetzt haben wir die 263 gefunden, jetzt können wir 263 Werbungen schalten. Ich wollte abmoderieren. Ich freue mich auf die 989. Ja, bitte. Vergessen. Tschüss. da hat keiner mit gerechnet. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat irgendwie gefallen. Wenn nicht, dann guckt nächstes Mal was qualitativ höherwertiges. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein richtiger Depp bin? Nee, hast du schon aufgehört? Ja, ich hab schon 10. Ah, tschüss. Tschüss.